Hallo und herzlich willkommen, liebe Nutzfahrzeuginteressierte. Ich begrüße Sie herzlich auf dem virtuellen Messestand von Volkswagen Nutzfahrzeuge. Mein Name ist Thomas Oehlerking und ich bin bei Volkswagen Nutzfahrzeuge im Aufbauherstellermanagement Bezirksleiter. Ich möchte Ihnen heute hier einen multifunktionellen Minibus vorstellen. Dieses Fahrzeug wurde von Volkswagen Nutzfahrzeuge in Zusammenarbeit mit einem niederländischen Aufbauhersteller, der Firma Tribus, konzipiert. Ich würde Ihnen jetzt gerne die Details ein wenig näher bringen. Das Basisfahrzeug des Minibusses ist der E-Crafter, ein vollelektrisches Fahrzeug. Und die Batterie des Fahrzeugs befindet sich hier im Unterbodenbereich unter dem Fahrgastraum. Und das Fahrzeug an sich hat einen Radstand von 3640 mm sowie ein Hochdach. Ich befinde mich jetzt hier auf dem geräumigen und sehr ergonomischen Fahrerarbeitsplatz und würde einfach nochmal kurz auf die Trittstufe eingehen, die zur Verbesserung des Eintritts farblich abgesetzt ist, sowie über ein Lichtband verfügt. Und durch die ausgeführte Version in 3 Stufen ist eine sehr niedrige Eintrittshöhe möglich, was den Fahrgästen ein sehr einfaches Einsteigen ermöglicht. Darüber hinaus stehen den Fahrgästen zum Eintreten farblich abgesetzte Handgriffe links und rechts zur Verfügung, die eben das Betreten des Busses wesentlich vereinfachen. Des Weiteren wird der Fahrer durch eine Signallampe im vorderen Bereich des Armaturenbrettes unterstützt, die die korrekte Verrastung der Rollstuhlbefestigung signalisiert. Die weiteren Details würde ich Ihnen gerne jetzt im hinteren Bereich im Fahrgastraum zeigen. In dem Fahrgastraum befinden sich einmal 8 Drehklappsitze zur Beförderung von 8 Fahrgästen, Passagieren, sowie des Weiteren 2 im Boden befindliche Befestigungsanlagen für Rollstühle. Das im Boden befindliche Rollstuhlbefestigungssystem sind mechanische Gurte, die auf der einen Seite den Rollstuhl fest mit dem Fahrzeug verbinden. Darüber hinaus kann der Rollstuhlfahrer auf seinem Rollstuhl gesichert werden mittels im Dachbereich befindlicher Dreipunktgurte, sodass auch diese Passagiere sicher transportiert werden können. Darüber hinaus verfügen die Drehklappsitze über Isofix-Punkte, sodass auch Kindersitze sehr einfach befestigt werden können. Die Passagiere betreten den Bus über die vordere Beifahrertür und die Rollstühle werden über den im Heck befindlichen Lift eingeladen, den ich Ihnen jetzt gerne noch einmal vorführen möchte. Das Fahrzeug verfügt über 270 Grad Heckflügeltüren, die einen sehr einfachen Zugang zum Heck des Fahrzeuges ermöglichen. Der Lift hat eine Kapazität von 400 Kilogramm. Der Antrieb erfolgt elektrohydraulisch, sodass also der Rollstuhlfahrer als auch eine mögliche Begleitperson gleichzeitig in das Fahrzeug gelangen können. Die Betätigung des Liftes erfolgt über eine kabelgebundene Fernbedienung, die ein einfaches Bedienen ermöglicht. Ja, liebe Nutzfahrzeuginteressierte, das war der multifunktionale Minibus im Detail. Es sei noch anzumerken, dass es für dieses Fahrzeug eine Mehrstufen-Typgenehmigung gibt, die es den Kunden erlaubt, das Fahrzeug sehr einfach europaweit zuzulassen. Weitere Informationen zu dem Fahrzeug finden Sie hier auf unserem virtuellen Messestand. Ich wünsche Ihnen alles Gute und noch viel Spaß.